Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Reihenfolge von Rechenoperationen. In diesem Video schauen wir uns eine interessante Matheaufgabe an. Klären wir erstmal, was ist ChemDAS und was ist interessant an der Matheaufgabe. ChemDAS ist sozusagen eine Eselsbrücke, die daran erinnern soll, in welcher Reihenfolge man mathematische Ausdrücke sozusagen abarbeitet. K steht für Klammern, E für Exponenten, M und D für Multiplikation und Division und A und S entsprechend für Addition und Subtraktion. Und das ist auch genau die Reihenfolge, in der man das abarbeitet. Das Interessante an dieser Matheaufgabe ist, dass je nachdem, welchen Taschenrechner man verwendet, man durchaus unterschiedliche Ergebnisse bekommt. Ihr könnt es gerne selber mal ausprobieren. Schauen wir uns die Aufgabe mal an. Wir haben hier 6 durch 2, Klammer auf, 1 plus 2, Klammer zu, ist gleich Fragezeichen. Und das, was jetzt noch relativ unstrittig ist, beziehungsweise einfach ist, die Klammern kommen als erstes. Das heißt, wenn ich die Klammer ausrechne, kommt da 3 raus. Das ist kein Kunststück. So, jetzt habe ich allerdings ein Problem. Soll ich jetzt rechnen 6 durch 2, das wäre übrigens 3, und 3 mal 3, da komme ich auf 9. Oder soll ich jetzt rechnen 2 mal 3, das ist 6, und 6 durch 6 ist 1. Und das kann es ja irgendwie nie sein, dass aus einer Aufgabe 2 verschiedene Ergebnisse kommen. Das Problem bei dieser Aufgabe ist so ein bisschen, wo gehört die Klammer dazu? Gehört die sozusagen eher zur 6 oder eher zur 2? Was ich meine ist, und das ist das, was ich versuche immer meinen Schülern zu sagen, lasst das durchweg, nehmt stattdessen einen Bruchstrich. Das Ganze hat den Vorteil, beim Bruchstrich gibt es keine Missverständnisse, was wozu gehört. Weil es ist eindeutig, entweder steht es auf dem Bruchstrich oder es steht unter dem Bruchstrich. In diesem Fall ist tatsächlich das richtige Ergebnis 9. Ich habe verschiedene Taschenrechner ausprobiert. Den aktuellen, den wir in der Schule haben, der zeigt es mit Hilfe von Klammern an, wie er es verstanden hat, sodass man das überprüfen kann. Das ist clever. Es kommt allerdings nicht 9 raus. Der Taschenrechner für Windows 3.11 kommt tatsächlich auf 9, auf das richtige Ergebnis. Das Entscheidende ist, dass tatsächlich 6 durch 2 gehört zusammen und die Klammer gehört tatsächlich zur 6, also auf den Bruchstrich. Und das ist halt das, was hier relativ schnell mal verloren geht. Normalerweise, und deswegen ist der Windows 3.11 Rechner, hat tatsächlich das richtige Ergebnis geliefert, der macht aber was anderes. Der geht einfach von links nach rechts. Das heißt, wenn der sich nicht sicher ist, arbeitet der die mathematischen Operationen stur von links nach rechts ab. Und 6 durch 2 tue ich sozusagen erst ausrechne. Damit rutscht die 3 sozusagen automatisch auf den Bruchstrich, weil ich ja sozusagen dieses Päckchen als erstes ausrechne. Das ist tatsächlich auch sehr clever.
Ja, ihr habt gesehen, bei dieser Aufgabe muss man aufpassen. Wie gesagt, wenn man sich unsicher ist, das war tatsächlich, ist aber anscheinend ein bisschen in Vergessenheit geraten. Zumindest die Programmierer haben das immer so gemacht, dass die Rechenzeichen, wenn es zum Beispiel Multiplikation und Division übrig geblieben ist, immer von links nach rechts abgearbeitet worden sind. Und wie gesagt, für dein Heft einfach Bruchstrich nehmen, dann gibt es keine Missverständnisse. Ich hoffe, das war mal ganz interessant. Wie immer, wenn dir das Video gefallen hat und so weiter, kennst du das ja. Ein Like oder ein Abo wäre ganz nett.